zu meinem Video. Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man ein schönes Muttertagsgeschenk macht. Also, dafür braucht ihr eine Schere, einen Kleber, einen Stift und zwei Blätter. Also, erstmal müsst ihr hier so ein Stück hier so schneiden und dann es muss über das ganze Papier gehen. Und am Ende habt ihr dann so ein geschlängeltes Papier. Und dann rollt ihr das einfach so bis zum Ende. Und am Ende habt ihr so eine Rose. Also, aus dem Papier könnt ihr dann ein Herz ausschneiden und die Rose draufkleben. Und damit einem Stift alles Gute zum Muttertag draufschreiben. Ich hoffe, es kommt gut an. Viel Spaß!